So, hallihallo, liebe Leute. Heute gibt's mal eine Runde als Top-Tier der schöne Chinesen-Heavy-Panzer, der 110er. Wie ihr das hier gerade seht. Ja, ich kann es vielleicht ein bisschen vorwegnehmen. Es wird eine ziemlich geile Runde. Ich habe mit der ziemlich genau 4000 Schaden gemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Und muss sagen, das gefällt mir. So könnten die Runden öfters verlaufen und vor allem könnten mir so die Gegner gerne öfters vor die Flinte fahren. Ich glaube am Ende sogar ein Krieger für mich mit 6 Kills. Bin echt drüber gefreut. Das war mal wieder eine schöne Aktion und so kann das immer laufen, muss ich einfach mal sagen. Ja, hier oben fahre ich natürlich jetzt auf die neu, nach dem Neubearbeiten des Heilige Tal, fahre ich natürlich dort oben auf den Prügelweg, nenne ich ihn mal. Also war ja dort oben diese. Ach, ich kann es jetzt nicht zeigen. Doch, ich kann es vielleicht zeigen. Hier dieser komplette Bereich der Karte. Ja, relativ abgeschirmt ist von Artilleriefeuer. Und deswegen man dort ziemlich gut als Heavy steht, beziehungsweise dort oft die Heavys einfach nur gegenseitig die rüber einschießen. Was mich übrigens ein bisschen wundert ist, dass ich in meinem World of Tanks eigentlich eingestellt habe, dass ich den Farbenblinden-Modus aktiviert habe, der irgendwie in meiner Replays nie drin ist. Naja, was soll man machen? Ist jetzt halt so, wie es ist. Und ich fahre da mal. Ich fahre, ich fahre, ich fahre. Und da ploppt es von mir auf. Und was ihr gerade schon merkt, um 110er. Wenn man den doof erwischt, mit ein bisschen Entfernung, dann prallt er gerne mal was ab. Und da hat sich, glaube ich, der KV-1S versucht. Dann gebe ich dann noch einer mit. Nein, war gar kein KV-1S, das war ein T-44, das er versucht hat. Das sah für mich von der Seite aus wie ein KV-1S. Der vor mir ignoriere ich mal, weil da komme ich eh nicht sinnvoll ran. Der ballert auch einmal mal in den Boden. Wobei, wenn ich da hinten nichts finde, dann nehme ich mal den hier vor. Das ist auch vollkommen okay. Viel Schaden kann er mir eh nicht machen. So, der schraubt der Arm X ab. Alles okay. Wird halt weiter durchgerollt. Derweil, ihr müsst ja mal gucken, auf der Map unten ist gerade ein Scout durch, deswegen ping ich da wie wild an. Wir hatten zum Glück keine Arti, von daher konnten nicht allzu viel Schaden machen. Aber auf der anderen Seite läuft es, glaube ich, nicht so gut, wie unsere Sachen und unsere Meteor und unsere Heavys da auf dem Hügel stehen. Wenn ich mir das so anschaue, die werden da wahrscheinlich ziemlich gut aufgedeckt und Ferdinand hat schon gerade ein Chito platt gemacht. Sagen wir mal 4 zu 1 und wir rollen hier wirklich einfach durch, wir haben die gleich eine Zange. Da ist es, der Drops eigentlich schon gelutscht. Wir müssen halt nur noch ordentlich aufräumen, dass uns nicht plötzlich irgendwas im Rücken steht. Beziehungsweise aufpassen, dass wir uns jetzt nicht irgendwelche harten Treffer von den Panzerjägern einhandeln, da ist nämlich 4 zu 2. Aber die haben eigentlich sowieso viel zu viel Spaß davon, auf die Gegner zu schießen. Deswegen müsste es eigentlich ganz gut klar gehen. Da habe ich geguckt, ob ich da hinten schießen kann. Konnte ich aber leider nicht. Müsste es eigentlich ganz gut klar gehen, wenn wir einfach so versuchen. Ja, und da leider bleibt er mit 52 HP stehen. Aber nein, dann war das doch nicht die Runde mit dem Krieger, glaube ich, oder? Wir wären da theoretisch noch drin, da müsste ich aber jetzt ordentlich Kills machen. Und ich glaube, das tue ich nicht. Ich mache mal wirklich bloß einfach 4000 Schaden und damit ein WN8 von, ich glaube, um die 7000. Und die hier haben noch gar nicht gerafft, was in denen passiert ist. Die haben es überhaupt noch nicht geschnackt, was da los ist hinter denen. Es steht halt ein Ferdinand und ein IS und die haben noch nicht geschnaggelt, dass da hinter ihnen alles weg ist. Ja, ich halt ein IS nochmal vor. Wer mit dem Arsch zu mir steht, warum auch immer. Der anscheinend meint, das reicht vollkommen für mich. Bam. Aus der Fahrt. Ich liebe es aus der Fahrt. Das habe ich glaube ich auch. Das war ja eigentlich meine Medium-Crew, die hier drauf ist, vom Typ 58. Deswegen ist es auch nur sowas wie aus der Fahrt besser zielen und sowas als Skill drauf. Kill Nummer 1. Hier gebe ich auch nochmal einen mit. Während ich da von der Mitte aus kassiere, was ich nicht so schön finde. Mir tut der Kleine was
zeigen. Bam. Spiel Nummer 2. Wenn ich den Krieger kriegen wollte, müsste ich jetzt 4 von den verbleibenden 5 wegmachen. Spiel Nummer 3. Bleiben noch 3. Da hatte ich jetzt ein bisschen Lack, was am Ende alles übrig bleibt. Den nehme ich mir nicht vor, da sind schon so viele drumherum. Ich suchte eher unseren Fähnern irgendwie noch ein bisschen zu retten. Da ist noch ein Verbündeter verunfallt. Wie auch immer. Wie kann man so greedy sein? Dass man da drauf geht. So, ich bin nicht der Schnellste, wenn der 110er ist. Es gibt deutlich schnellere Fahrzeuge und dann kann ich den Fähnern leider nicht mehr retten. Da ist sogar mächtiger Badabum. Das ist ja auch mein super Name. So, dem anderen 110er einen an die Seite gedrückt. Warten, bis ich nachgeladen habe. Machen wir ihn halt weg. Spiel Nummer 4. Bleiben noch 2 für den Krieger. Könnte ich noch schaffen. Doch, ich glaube, das habe ich sogar geschafft. So, dann haben wir hier noch einen T-44, der euch leider nur das Haus vor ihm treffe. Wird halt weiter gedrückt. Der Ofen wird erstmal ignoriert, da fährt auch sonst keiner hin von meinem Team. Ich hole jetzt erstmal den Schnuggelchen hier. Schnuggelchen, aber da habe ich sogar jetzt gewartet, weil ich wollte unbedingt den Kill haben. Ich wollte den Krieger machen. Es ist zwar extrem assi, aber ich wollte das jetzt mal machen. Ich warte die ganze Zeit, dass da noch jemand 120 Schaden macht, damit ich meinen 300 Alpha Schaden auf jeden Fall den Kill mache. Ja, da wird wieder sinnlos rumgeflamed, warum auch immer. Da werde ich euch auch noch gleich was dran schneiden, wo ich dachte, wie mein Schwein pfeift, was das sollte, weiß ich nicht. Das gibt sozusagen wieder als Endbonus. Jetzt beschwert sich ja, dass es hier 4 gegen 1 ist. Was soll man denn machen, wenn es 13-8 steht? Also, soll man warten, soll man nur einer vorfahren oder was? Das ist totaler Quatsch. Naja. Vollkommen wurscht. Ich wollte aber den Kill haben, ich wollte den Kill haben, ich wollte den Kill haben, ich wollte den blöden. Da habe ich gerade noch überlegt, wie ich den am besten verklickere, dass ich den 6. Kill haben will. Aber da sich der Gegner-Medium so schön hinterm Haus versteckt, hinterm massiven Haus und unser Medium mit seinen 23 nicht mehr vorfahren will und auch sonst keiner jetzt direkt in Kampfreichweite ist, dachte ich mir, es ist wohl relativ sicher, dass ich das Ding krieg. Zeit hatte ich auch noch genug. Einnehmen dauert eine Weile, wenn nur einer sich da reinstellt. Das erste wäre vielleicht links gefahren, aber war halt doch rechts. Bam. Und jetzt habe ich halt gehofft, dass er hier schön hinterm Stein bleibt. Ach ja, da bin ich noch übelst getrollt. Stimmt, da wäre ich fast noch... Hätte ich fast noch verkackt. Wenn mich hier nämlich wirklich den Benzintank zerstört hätte und mich wirklich angezündet hätte, hätte ich ein Problem gehabt. Aber ich habe es, glaube ich, nein, ich habe es hier nicht übernommen, aber hier habe ich es dann endlich hingekriegt, ohne dass er mich noch zerlegt. Ja, das war's dafür. Gibt ja noch einen Bonus, was Flame angeht. Bleibt dran und bleibt gespannt. So, da schieße ich und dann mache ich ihn weg. Weil dann komme ich endlich ran. So, jetzt müssen wir auf den Chat achten. Jetzt wird's richtig lustig. Noob, Motherfucker. Aha. Habe ich mir gesagt, halt die Klappe, was soll denn das? Also, bin halt Arty, was willst du von mir? Was hätte ich denn sonst zielen sollen, wenn da nichts offen ist? Also, das war einfach nur halt die Klappe sozusagen. Weil, was anderes als darüber schmunzeln kann ich nicht über solche Anschuldigungen. Das hat nichts mit Noob zu tun. Ich lebe noch, ich habe ihn gekillt, was will er von mir? Also ich weiß nicht, warum man Arty so flamen muss. Ich verstehe, dass man ein Problem hat mit Arty, aber ich habe mir sogar die Zeit genug zurückzuschreiben. Es war nämlich relativ spät abends und da habe ich ihm wirklich einfach nur geschrieben, Junge, wenn du so drauf bist, sollst du wirklich schlafen gehen und dich beruhigen. Das hat keinen Sinn, dann macht ihm doch das ganze Spiel keinen Spaß. Das kann mir nicht vorstellen, dass er zu jemandem Spaß hat, und in so einer Situation zu spielen, in so einem Gemütszustand. Hier aim ich übrigens auf den und versuche mich auf den Cap-Kreis zu zielen. Glaube ich, so ungefähr. Was auch immer er damit meint. Also anscheinend sind alle, die zu seiner Uhrzeit spielen, hart zu fotzen. Warum auch immer.
Ist mir nicht ganz klar, warum. Er spielt doch auch zu der Uhrzeit. Und dass es sein Land ist, ist ja mal völlig falsch. Es gehört allen und nicht nur ihm. Also, wie gesagt, das ist mir nicht ganz klar. Hier habe ich gesehen, dass es Nashornwolf von rechts kommt, deswegen habe ich mich ein bisschen umpositioniert. Noch einen Baum geschmissen, was vielleicht nicht so schlau war. Aber da habe ich mich eh weiter bewegt. Hängen soll die, also den habe ich doch auch reportet. Ich weiß nicht, was das soll, sowas. Ja, da kappt halt wieder einer. Da drehe ich mich ja dann doch nochmal zurück. Typ. Und dann spotte ich halt doch hinter mir das Ding auf. Das Nashorn. Und diese Hunde hat auch ihren Spaß daran. Das Schöne ist am Nashorn, das Ding hat keine Panzerung. Sprich, ich habe hier 1200 Alpha-Damage. Bam! Shotgun ins Gesicht, aber dann bin ich halt trotzdem offen und ich bin sau lahm. Also die, und die haben noch eine Art, die schon eingezielt war dahin. Also ich weiß nicht, der Indienpanzer, keine Ahnung, was das sollte. Ich habe ganz normal gespielt, wie man das halt so üblicherweise macht, und er geht dort ab wie Schmitz' Katze. Also bitte, bitte, wenn ihr euch so aufregt über ein Spiel, entweder lasst das Spiel bleiben, oder macht erstmal eine Stunde was anderes, oder geht schlafen oder was auch immer, dass ihr wieder runterkommt. Weil wer hat denn in so einem, also wenn ich mich so aufrege, habe ich in dem ganzen Spiel keinen Spaß mehr. Und da habe ich auch keine Lust mehr auf das Spiel. Da mache ich das aus und dann lese ich ein Buch oder sowas. Also in diesem Sinne, denkt immer dran, es ist nur ein Spiel, es soll Spaß machen. Wenn es keinen Spaß mehr macht, lasst das Spiel sein, okay? In diesem Sinne, schönen Tag und bleibt geschmeidig.